Wir kommen auf den Reiter Instrument. So, jetzt seht ihr hier eine Gitarre. Und ja, wenn ihr könnt jetzt hier zum Beispiel das Tuning ändern. Ne? Ihr klickt hier drauf, da sind ganz viele vorgekaute Tunings, die reichen eigentlich schon 30 Mal aus. Ich sag mal Standard EADGBE, dann Tune Half Step Down, das wäre dann E-Flat Tuning. Ihr seht hier, vermindertes E, vermindertes A, vermindertes D, also alles einen Ton runtergestimmt. Dann zum Beispiel Drop D. Dann, also ihr seht hier, worauf die einzelnen Saiten gestimmt werden, zu diesem Les Paul Kopf hier. Ne? Also D, A, D, G, B und E. Da habt ihr dann halt nur die D-Seite auf E gestimmt. Ne? So, wenn ihr das jetzt macht, ihr habt jetzt hier Drop D, weil ihr die Power Chords gerne einfach spielen möchtet. Also ihr möchtet das G nicht 3, 5, 5 spielen, sondern 5, 5, 5. Ne? Dann, und ihr hier auf OK drückt, dann übernimmt der die Stimmung für die Spur. Aber, aufgepasst, ihr habt jetzt Drop D, aber ihr habt immer noch 3, 5, 5 und nicht das, was ihr eigentlich wolltet, nämlich den 5, 5, 5. Ne? Das hier ist jetzt nämlich kein G-Power-Chord mehr. So. Wir machen das jetzt mal rückgängig und sind wieder auf E. Jetzt seht ihr hier unten, ihr seht, das ist wieder ein G und kein F mehr. Wir gehen jetzt nochmal auf Drop D oder wir können es auch hier rüber machen, indem wir einfach mal nach unten gehen. D2 wäre Drop D. Und wenn wir hier auf Anwenden mit dem Plus und dem Minus gehen, dann transponiert er das direkt. Machen wir mal Bums. Und dann seht ihr hier, ist der Power Chord G wieder da. Ne? Ihr seht hier unten G. Er hat es übernommen. Er hat alles angepasst, dass es immer noch der gleiche Ton ist. Halt nur ist er jetzt natürlich im anderen Bund. Ne? Okay, machen wir es mal rückgängig. Und das ist halt mit allen anderen Stimmungen auch. Ne? Möchtet ihr jetzt gerne den, ihr möchtet ein Open, was denn gängig? Open G ist gängig. Ihr geht jetzt Open G, sagt okay, dann habt ihr hier einen ganz komischen DGB, das hat mit dem G-Dur gar nichts zu tun. Doch, das hat ein, ja doch, da fehlt aber dann das, das B. Gut, pass auf, wir machen das dann jetzt nochmal rückgängig und gehen nochmal aufs Open G und anwenden mit diesem Plus und dem Minus, dann übernimmt das. Seht ihr, jetzt habt ihr immer noch diesen G-Dur, das, was ihr eigentlich haben wolltet, dieses G-D. Gut, jetzt habt ihr zwei Gs, aber ihr habt immer noch diesen Power Chord, ne? Gut, so, wir gehen mal wieder auf Standard E, übernehmen es mit einem Zap, da ist es so. Hier unten könnt ihr jetzt die Gitarre zu einer anderen Gitarre machen, ne? Ihr habt jetzt hier eine elektrische Klinggitarre, daraus könnt ihr dann eine Strat machen und ach, das ist aber im Prinzip alles, ja, also wenn ihr das ausgibt, ihr könnt hier auch, wir gehen mal auf Spur, hinzufügen und fügen mal ein, was weiß ich, ein Keyboard, machen wir mal Piano und ein Grand Piano, so, zack. Dann sehen wir jetzt hier Piano und wir sehen ja jetzt schon hier das, was die anderen Spuren schon haben, ne? Nämlich hier die ersten paar Takte, sind bei den anderen ja schon fertig und da könntet ihr jetzt zum Beispiel bei Keyboards und Pianos andere Sachen auswählen, ne? Wir gehen nochmal kurz auf Petty 1, kopieren das mal, gehen mal aufs Piano, spielen mal auf dem Piano Power Chords. MF, das stimmt. So, jetzt hören wir uns das Ganze mal an. Machen hier Mute. Na, so hört sich dieses Piano an. Jetzt wechseln wir mal hier. Ihr hört jetzt verschiedene Sounds, ne? Also das kann man alles einstellen. Na gut, Power Chords auf dem Piano hört sich ein bisschen blöd an, aber kann man auch andere Sachen machen. Ne? So, ja, das war es jetzt einfach erstmal dazu. Das ist Spielerei, das braucht man eigentlich nicht bis auf Stimmen. Stimmen braucht man, den Rest eigentlich nicht so.